Kundendienst in Möbelhäusern oder das heiße Kartoffelphänomen. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte, eine wahre Geschichte, was passiert ist. Mein bester Freund Olli wollte nach Süddeutschland ziehen, fragte mich, welches Möbelhaus ich empfehlen kann. Ich kontaktierte da den Hausleiter und den Inhaber. Olli wurde empfangen, mit seiner Innenarchitektin ging er durch und kaufte für 20.000, 30.000 Euro Möbel. Innerhalb von 2 bis 3 Stunden war restlos begeistert von dem Verkauf und von dem Möbelhaus. 8 Wochen später differenzierte sich das Bild. Da kam ein Anruf und es hieß, Herr Wegner, halten Sie sich bereit. Zwischen 8 und 16 Uhr kommen Ihre Möbel, und zwar die Couch und das Sideboard. Was ist mit den anderen Möbeln? Ja, die sind noch nicht angeliefert worden. Die kommen, wenn sie kommen. Okay, er hielt sich bereit, was bei einem Trainer schon ganz schön Geld kostet. Und dann kamen die Möbel, wurden ausgepackt und hingestellt. Und er hatte eine Schlafcouch bestellt für sein Gästezimmer. Ich glaube, in Braun und in Stoff, wie seine Innenarchitektin ihm das gesagt hatte. Und die waren schwarz und in Leder. Er rief also den Kundendienst an und sagte, sie haben die falsche Couch geliefert. Und ich frage seitdem hunderte von Möbelverkäufern, was sagte die Kundendienstdame? Kann nicht sein, sagen die Möbelverkäufer. Die wissen ganz genau, wie die Geschichte weitergeht. Ja, aber sagte er, wissen Sie, ich sitze drauf. Wollen Sie sagen, ich lüge? Naja, ich habe hier die AB, also die AB stimmt. Keine Ahnung, was eine AB ist. Aber ich sitze auf der falschen Couch. Ja, sagte die. Da müssen Sie mir ein Digitalfoto schicken. Wissen Sie, wenn Leute, die einigermaßen in der Welt rumgekommen sind, das Wort müssen hören, reagieren die oft falsch. Der sagte also, ich muss überhaupt nichts. Sie müssen dieses Problem lösen. Sie haben die falsche Couch geliefert und ich will die richtige. Jetzt frage ich mein Publikum, Möbelverkäufer und deren Chef seit Jahren, und was passiert? Und die sagen wie im Chor, na nichts. Wie lange? Ja, bis der wieder anruft. Er rief wieder an, diesmal nicht beim Kundendienst, sondern direkt bei dem Hausleiter, den er kennt, und sagte, so ist es passiert, und erklärte ihm nochmal, wie viel Geld er da gelassen hat. Der Verkaufsleiter oder Hausleiter natürlich völlig konsterniert und sagte zu, ja, wir finden da eine Lösung. Und was passiert, frage ich? Nichts. Warum nicht? Weil der sogenannte heiße Kartoffelprozess den Kundendienst bestimmt. Die Kundendienstdame ist, deren Aufgabe ist es, zu klären, wer Schuld hat und natürlich möglichst dabei rauszukriegen, dass das Möbelhaus nicht Schuld hat und andere die Kosten tragen. Das heißt, die braucht ein Digitalfoto, um dem Hersteller zu beweisen, dass er das Problem verschuldet hat. So, selbst wenn sie das Digitalfoto kriegt, hat der Hersteller natürlich auch wieder Leute, die dafür zuständig sind, dass die heiße Kartoffel nicht beim Hersteller bleibt. Und so wird die heiße Kartoffel hin und her geleitet in der Zeit, wo man eigentlich das Problem des Kunden hätte lösen müssen. Dieses heiße Kartoffelphänomen, die Suche nach dem Schuldigen, führt dazu, dass der Kunde Ewigkeiten warten muss, bis sein Problem gelöst wird. Ich frage also wieder das Publikum, und wie lange musste der Olli Wegner warten? Oder wie lange passiert nichts? Und die sagen alle das Gleiche, na, bis das Anwaltsschreiben kommt. Und genauso lief's, er hat seinen Anwalt beauftragt, und sobald das Anwaltsschreiben kommt, findet das Möbelhaus eine Lösung. So, warum geht das nicht sofort? Und warum wird überhaupt mit dem Kunden diskutiert, wer Schuld hat? Energie folgt der Aufmerksamkeit, und Aufmerksamkeit wird gesteuert durch Fragen. Das heißt, wenn Ihr Kundendienst angehalten ist, rauszukriegen, wer Schuld hat, wer die Regler verschuldet hat, dann steuern Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das Problem und nicht auf die Lösung des Kundenproblems. Und das hat Folgen. Das können Sie sich nicht mehr leisten. Dieser Kumpel von mir, der hat einen ähnlichen Job, nur in einer anderen Branche. Der spricht vor großem Publikum. Ich schätze, der hat mittlerweile mehreren tausend Leuten gesagt, dass wenn sie irgendwann mal Möbel kaufen, sie das auf keinen Fall bei diesem Möbelhaus kaufen sollen, dessen Namen ich jetzt nicht sage. Das macht einen Schaden, für den hätten sie ihm 100-mal ein neues Sofa hinstellen können. So, wie geht's besser? Wenn ein Kunde ein Problem hat, dann ist das ein Problem. Sie können entweder Recht haben oder erfolgreich sein. Sie müssen sich aber entscheiden. Wenn der Kunde ein Problem hat, ist der erste Schritt, sich dafür zu entschuldigen, Mitleid oder Anteilnahme zu äußern, dass der Kunde dieses Problem hat. Es tut mir leid, dass Sie nicht das richtige Sofa haben. Als nächstes müssen Sie aber es bietet sich an, den Kunden zu fragen, wie denn die Lösung aussieht. Ich habe Problemgespräche immer so eingeleitet mit Kunden. Helfen Sie mir, meine Aufgabe ist es, zu verstehen, wie ich dafür sorgen kann, dass Sie weiterhin unser glücklicher Kunde sind.
helfen Sie mir bitte, genau zu verstehen, was wir dafür tun müssen. Die Leute entspannen sich schlagartig, wenn man sie so fragt. Was bei mir sehr bewährt hat, ist, ich sage denen, sagen Sie mir genau, wie die Lösung für Sie aussieht, und die Antwort ist ja. Warum stellen die Leute so astronomisch hohe Forderungen? Oft, weil sie wissen, dass dann die Verhandelei losgeht. Und diese Verhandelei mit Kunden ist absolut dumm und unwürdig. Ein Seniorinhaber hat mal gesagt zu seinem Verkaufsleiter, der einen Reglerkunden irgendwie von einer Forderung von 200 auf 100 runtergehandelt hatte, die 100 hättest du auch sparen können. Unzufrieden ist er sowieso. Er redet sowieso negativ drüber, kauft sowieso nicht mehr bei uns. Also hättest du das Geld auch ganz behalten können. Entweder du gibst dem Kunden das, was er für angemessen hält, oder du machst überhaupt nichts. Jetzt fragen sich aber vielleicht, Mensch, können wir uns das überhaupt nicht leisten? Ich sage Ihnen, Sie können sich nicht mehr leisten, das nicht zu machen. Schauen Sie sich mal ein Video an über United Breaks Guitars. Eine schlechte Bewertung geht nicht mehr weg. Ich habe irgendwann mal in Google Maps dieses Möbelhaus nachgeguckt, weil die mich auch beschäftigt haben später. Wir haben an dem Kundendienstprozess danach auch mit denen gearbeitet und sie haben da sehr viel draus gelernt. Aber auf Google Maps sehen Sie sofort Kundenbewertungen. Und als ich mir die Kundenbewertung angeguckt habe, dachte ich mir, Mann, da musst du überhaupt nicht hinfahren. Diese Kundenbewertungen gehen nie wieder weg. Wenn Sie einen Kunden verärgern, hat das Auswirkungen, die Sie nicht steuern können durch das Internet. Der sagt es erstmal 12, 13, im Fall von meinem Freund bestimmt 1000 Leuten, aber die Internetbewertungen, die werden Sie nie wieder eingefangen kriegen. So, umgekehrt, was kostet Sie, einen zufriedenen Kunden zu kriegen? Sie schmeißen jeden Monat 6-7% in Form von Prospekten den Leuten eine Werbung ins Haus, um vielleicht einen neuen Kunden zu kriegen. Wenn Sie aber einen Reglerkunden mit einer vernünftigen Lösung glücklich machen, ist er nachher loyaler als davor und erzählt auch wesentlich mehr Leuten davon. Das heißt, auf die Dauer können Sie es nicht mehr leisten, mit Kunden zu diskutieren. Sie können entweder recht haben oder erfolgreich sein, Sie müssen sich aber nicht entscheiden. Die Latte im Kundendienst wird zurzeit von dem Internethandel hochgelegt. Wenn Sie beim Online-Versender kaufen und Ihnen gefällt irgendwas nicht, dann schicken Sie das zurück und Punkt und aus. Wenn Sie bei Amazon irgendwas kaufen und Sie haben damit irgendein Problem oder auch Sie haben kein Problem, dann schicken Sie das zurück und Sie kriegen Ihr Geld zurück. Nur im Möbelhandel wird nach wie vor die heiße Kartoffel rumgereicht, der Schuldige gesucht und es wird mit Kunden diskutiert. Hören Sie auf damit, Sie können entweder erfolgreich sein oder Sie können recht haben, aber Sie müssen eine Entscheidung treffen. Und ich hoffe für Sie, dass Sie die richtige Entscheidung treffen und auch durchsetzen.